Wer ist der Wolf? Kein Spiel, sondern tödlicher Ernst. So präsentiert sich der Manga Dao vom Mangaka Yoshiki Kunoyai auf seiner Rückseite. Dao trifft das Genre Thriller sehr gut und bekommt gar nicht genug und möchte am liebsten alle Bände hintereinander verschlingen. Im Manga geht es um eine Gruppe Jugendliche, die ein Online-Spiel zusammen spielen, wo jeder bis auf einen Namen spielt. Der eine spielt für den Wolf, der sich als Hase verkleidet. Und das ist schon gruselig. Der Wolf hat Attil alle Haben Fresse. Die Haben haben Attil den Wolf Fresse enttarnt, um ihn unschädlich zu machen. Die Spielergruppe kennen sich untereinander nicht und haben ein Wiedertreffen geplant. Und so beginnt der Manga Dao. Im Verlauf des Treffens passiert was und erscheint ein Online-Spiel blutige Realität zu werden. Da will ich zumindest nicht sagen. Der Manga ist meiner Meinung nach für viele gezeichnet. Charaktere kommen gut rüber, ist spannend gehalten, man wird auf einer Nase herumgeführt. Für mich ist auf einer der besten Manga-Reihe, die ich gelesen habe. Und Thriller und Horror-Set werden auch auf ihre Kosten kommen. Der Manga ist abgeschlossen, hat vier Bände, eine Altersempfehlung auf 16 und kostet in Deutschland 7,95 und in Österreich 8,20. Bänder sind etwas dicker als andere Manga-Bänder gehalten, und das ist ein sehr gerechtfertigt.